Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr unter dem Video auf den Button Abonnieren klickt. Ich streame dreimal mindestens die Woche auf Twitch live, montags, mittwochs, freitags ab 21 Uhr und spiele dabei gegen User, Abonnenten, Freunde von The Big Greek. Dabei spiele ich natürlich immer Blitzpartien und sehr gerne auch simultan. Simultan ist, wenn ein Titelträger in der Regel gegen mehrere Personen gleichzeitig Schach spielt. Freitags spiele ich das, wie gesagt, sehr gerne und dabei habe ich das Speed-Simultan 10-10-10, so habe ich es kreiert, für mich entdeckt. Ich spiele gegen 10 Gegner parallel und beide Seiten, also die 10 Gegner und ich, haben nur 10 Minuten für die gesamte Partie. Das ist ziemlich aufregend und macht allen Spaß und ist auch ziemlich ausbalanciert, sodass ich auch mal verliere. Wie das Ganze abläuft, könnt ihr im folgenden Video sehen. Viel Spaß! Nice. 10 Leute, die gegen mich noch nie gespielt haben, überall ein Fragezeichen haben, die sind gerade erst reingekommen auf League Chess und los geht's, ne? 10 Leute. So, für heute wird's das letzte sein wahrscheinlich. Hauen wir rein. Nee, nicht noch einen weniger. Ist egal jetzt, komm. Habe ich jetzt reingenommen aus Versehen. Egal, komm, Start. 11 Partien, ist wurscht. Good luck, GG, haut rein. Ich habe überall Weiß. Wie kommt das denn? Ich habe doch random gemacht. Ich spiele überall das Gleiche. Dann ist es ein bisschen einfacher. Hä? Jetzt spiele ich schon irgendein Quatsch, weil ich... Oh, schon wieder Russisch. Alle spielen Russisch. Was ist denn hier los? H4, geiler Zug. Erstmal schön auf Hallo-Basis angreifen. Für die, die sich fragen, was hier passiert, das ist Simultanschach. Ich spiele gegen 10 Leute gleichzeitig. Über Leeches. Das ist Theorie hier. Das ist auch Theorie. Nehme ich. Tausche ich die Mamas. Den. Was ist hier los? Habe ich Bauern mehr? Nehme ich. Ja, Leeches ist ein bisschen am Wackeln gerade zwischendurch. Hier gewinne ich einen Bauern. Zentrum besetzen mit Bauern. Raus die Puppen. Angreifen. Raus die Puppen. Das Spiel wiederholt sich hier. Das ist sizilianisch. Das kenne ich ganz gut. Warum mache ich den? Weiß ich nicht. Da hängt der Turm. Was ist das? Zum vierten Mal das gleiche hier. Figuren raus. Figuren raus. Entwickeln. Ui. Geldmacher ist ein stark. Schon wieder diese Variante. Müssen wir nehmen. Ist Theorie. Nehmen wir mal. Ist Theorie. Nehmen wir. Ich tausche viel ab, wie ihr merkt. Einfach, weil ich hier mal eine Ruhe haben will. Eine übersichtliche Stellung will ich bevorzugen, weil wenn zu viele Bilder sind, die ich mir merken muss, dann wird es schwierig. Aber wenn ich viel tausche, dann wird es übersichtlicher. Oh, der Geldmacher ist ja voll der Profi. Was ist denn hier los? Achso, nee, tauschen hier. Hallo? Rochade. Rochade, wichtigster Zug im Schach. Zug im Schach. Wichtigster Zug im Schach. Ein bisschen reden. Redeprobleme hier. Das geht nicht. Das ist nicht gut. Puppe weg. Ja. Kann ich nehmen. Was ist das hier? Schach. Nehme ich. Die Dame ist da hinten fast gefangen. Und Scheiß. Was mache ich damit, ey? Komm weg damit. Zurück. Genau, das ist Theorie. Graue Theorie. Läufer raus. Nimmt. Dahin.
Rochade. Rochade. Dame F3 ist Theorie. Ich greife den mal an. Die Dame geht zurück ins Körbchen. Rochade verhindern. Er schlägt mit der Dame einen Bauern. Keine gute Idee. Nochmal den hier. Was machen wir denn jetzt? Komm, Dame schlägt. Puh. Den. Muss schneller spielen. Viel, viel schneller. Rochade, König in Sicherheit bringen. Läufer zurück. Da möchte ich, ja, besser Läufer geben, natürlich. Dame zurück. Guter Zug. Guter Zug. Guter Zug. Ja, ich hätte nehmen müssen, mache ich jetzt. Ich nehme A3. Der Springer da rein. Ich kann nehmen. Zurück. Puh. Guter Mann. So. Entwickeln. Ganz schnell, nicht so langsam. Lange Rochade. Nehmen. Was mache ich denn hier? Den. Ich kann dann nehmen die ganze Zeit. Den, das ist Theorie hier. Das ist ein guter Spieler. So, jetzt verdoppel ich hier mal die Türme. Greife F6 an. Hier. Ist das ein vernünftiger Zug? Läufer raus. Dame nimmt. Wo sind wir hier? Ich kann Bauern gewinnen. Schach. Springer raus. Den. Und der geht nicht, den kann ich schlagen. Da habe ich jetzt lange gebraucht, um das zu sehen. Schach. Das könnte ersticktes Matt werden. So, hier müssen mal die Figuren raus. Ich habe nichts entwickelt hier. Machen wir die Dame zurück. Er hat nicht genommen. Okay. Dann gehe ich zurück. Oder? Ich nehme da. Ich nehme da. A6. Machen wir den hier. War nicht der Beste. Das ist Schachmatt im nächsten. Den. F4. Wow. Nicer Move. Ja gut, ich nehme da einfach. Alles gut, Leute. Schach. Zurück. Hier ist Matt. Erste Partie ist beendet. Puh, ey, ist das anstrengend, weil ich extrem schnell ziehen muss. Ich komme durcheinander. Machen wir A3. Ist das hier Matt? Schach? Was ist das für eine Stellung hier? Was macht die Dame da? Ich komme nicht klar hier. Was sind das für Züge? So, Türme verdoppeln hier. Kann ich nehmen. Raus hier. Da habe ich überhaupt keine Entwicklung. Mein Gott, wie stehe ich denn? Ach, die Dame hängt. Das geht doch gar nicht. Oh, Läufer G4. Schach, Schach. F6 hier. Oh, ich kann auf G3 nehmen. In so kurzer Zeit sieht man vieles einfach nicht. Ich tausche hier einfach alles ab. Ich glaube, ich habe einen Bauern mehr hier. C4. Ist das immer noch kein Matt?
Ist das jetzt matt oder nicht hier? 4-7, ich habe hier gar nichts mehr. B3. So. So. Entwickeln. Unbedingt entwickeln hier mal. Das ist immer noch kein Matt. Meine Güte. Was ist denn hier los? Bin ich blöd? H3 Schach. Dame dahin. Dann wird es vielleicht matt schnell. So, das ist mal matt jetzt hier. Meine Hand fängt an. Da ist matt. 3-0. Drei Partien sind vorbei. Jetzt hängt der hier leider. Ich wollte da nehmen. Kann ich gar nicht. Der Bauer steht im Weg. Oh Mann, ey. Fata Morgana hier. Er wehrt sich nach allen Kräften. Ja, endlich mal Rochade hier. Ja, das nervt langsam hier. Ich habe echt doof gespielt. Na, hab ich Glück gehabt. So, aber ich habe nicht so viel Zeit, ne? Weil ich spiele natürlich mit 10 Minuten und dementsprechend geht meine Zeit flöten. So, hier nehmen. Ich darf überhaupt nicht mehr nachdenken. Ich muss irgendwie versuchen, ganz schnell matt zu setzen. Es sind noch 8 Partien, die laufen. 8 an der Zahl ist viel. Und hier habe ich zwar eine riesen Übermacht, aber vor allem, wenn die Gegner schnell spielen und nicht aufgeben. Das ist aber auch richtig, nicht aufzugeben in so einem Format. Das ist völlig normal, weil die Zeit spielt hier natürlich eine ganz wichtige Rolle. So, wo ist hier das Matt? Mir tun schon fast die Augen weh. Immer noch 8 Partien noch am Laufen. Hier wird's und wird's und wird's nicht matt. Sehr riskant, was ich da mache. Übelst riskant. So, ich muss mal matt werden. Jesus. Das kann doch nicht wahr sein. Er läuft weg. Er läuft weg. Matt. Endlich. 4 Partien sind gelaufen. König ran. Ich darf gar nicht nachdenken. Das ist Käse. Schach. Die Partie ist total. Ist noch gar nichts passiert. Hier auch nicht. Was ist denn das? Bock. Überhaupt keine Züge geschehen hier. Das ist ein geiler Zug hier. Der geht, glaube ich. Oh, da hängt ein Turm. Ja, okay, den kann er machen. Muss ich wieder wegziehen. Ist ein bisschen ärgerlich. Schach. Was machen wir denn hier? New message for you. Wie viele Partien laufen noch? 6, 7 irgendwie. Schach, okay, da kann ich zuerst in die Ecke, das war klar. 7 Partien laufen noch. Dadurch matt. Ich weiß gar nicht, wer das abwehren will. Offensichtlich denken alle meine Gegner gerade nach. Hier droht hier matt. Hier habe ich zig Sachen mehr. Pre-Moven kann ich leider nicht häufig. Nervig. So.
Er spielt hier wirklich gut. Ich sehe hier keinen Vorteil für mich. Jetzt aber müsste gehen. Was hat er gemacht? Das ist Matti. Okay. Fünf Partien vorbei, sechs laufen noch. Hier stehe ich. Nee, hier stehe ich auch nicht besser. Das ist auch Käse. Im Gegenteil. Ich verliere jetzt. Nee, verliere nicht, aber das ist Quatsch. Okay, hier muss ich irgendwie schon versuchen, ganz schnell zu gewinnen. Hat er übersehen? Scheiße. Da habe ich was übersehen. Läufer F6 kann ich machen hier. Das habe ich übersehen, leider. Warum kann man keinen Pre-Move machen? Von mir aus kann man Remis machen hier. Oh. Sechs Partien laufen noch. Hier hole ich mir eine Dame. Sechs Partien laufen noch. Okay, hier ist gefährlich. Oh, das ging. Eieiei, was geht denn hier ab? Ich habe hier gar nichts mehr. Im Gegenteil. Stehe ich einfach auf Verlust jetzt, ne? Boah, stehe ich hier schlecht. Ja, hier kann man nicht viel machen, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, ausgeglichen. Das ist immer noch kein Matt hier. Ich dachte, das wäre Matt gewesen. Shit. Ja. Egal. Habe ich da was weniger? Habe ich das richtig gesehen gerade? Okay, ich kann da nehmen. Nimmt er da, da. Das war sehr gefährlich. Shit, 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 shit. Drei, fünf, sechs. Ich habe einen Bauern weniger hier die ganze Zeit. Das fällt mir gerade jetzt erst auf. Wie schlecht ist das denn? Ja, mit so wenig Zeit ist es fast unmöglich. Ihr seht es, meine Zeit läuft überall ab. Hier werde ich noch matt setzen. Aber
Ist völlig unmöglich. Ja, gebe ich auf, zu wenig Zeit. Gebe ich auf, zu wenig Zeit. Die habe ich gewonnen noch. Die kann ich nicht mehr gewinnen, habe ich Zeit verloren. Ja, die meisten habe ich auf Zeit verloren jetzt noch, ne? Ja, die habe ich auch auf You Zeit verloren. lose. Ging nicht anders. Ich habe 6 gewonnen, 5 verloren. 10, 10, 10 ist halt echt extrem heftig. Dann darf ich überhaupt nicht nachdenken, bei keiner Partie. 10 Minuten ist ja echt krass wenig, aber es macht dann auch Spaß, ne? Das ist dann echt so balanced. Dann könnt ihr auch gewinnen. Zwar auf Zeit, aber das spielt ja keine Rolle. Jede Anfrage kommt durch. Ich habe halt noch zig Anfragen, Beitrittsanfragen. Die werde ich alle annehmen nach dem Stream. Weil es waren über 100 Anfragen jetzt im Laufe des Streams. Die kann ich nicht alle im Laufe des Streams annehmen. Ich werde sie alle annehmen. Und ja, ich werde jetzt den Stream auch langsam beenden. War ein echt geiler Abend heute.